plötzlich bekannt und berühmt werden. Denn Castingshows sind Anfang des Jahrtausends der neue Aufreger am Unterhaltungshimmel. Plötzlich kann jeder von uns Superstar werden. Dafür trainieren wir hart und unsere Vorbilder sind auch schnell gefunden. Ich bin Sarah. Ich bin die Birte. Ich bin Charlotte. Ich bin Maike. Ich bin Linda. Der ganze Casting-Hype fing an. Es gab plötzlich die Möglichkeit für Künstler, für Sänger, für Amateure, von jetzt auf gleich, innerhalb von wenigen Wochen, wirklich zum Superstar zu werden. Zum ersten Mal war das möglich, durch eine TV-Show zum Megastar zu werden. Und mit ihnen geht im November 2000 alles los. Die No Angels werden in der ersten Casting-Show ever entdeckt. Aus über 5000 Teilnehmerinnen schaffen es die 5 Mädels. Also wer das Lied ja nicht kannte, der war nicht in Deutschland. Also man war schon leicht bisschen angetan von gewissen Mädels und daher fand ich die sehr, sehr gut. Ich kriege da ehrlich gesagt Gänsehaut ein bisschen, weil diese Frauen waren, ja, die haben so einen Glamour gehabt. Was heißt hier gehabt? Einmal durch die Zauberkugel bitte. Hey, mein Name ist Jessica und ihr kennt mich vielleicht noch von den No Angels. Und ja, die 2000er waren dementsprechend ein unbeschreibliches Jahrzehnt für mich. Total aufregend, total bunt, teilweise schrecklich. Aber es gab ganz, ganz viel geile Sachen. Dann schauen wir doch zusammen noch etwas auf die geile Zeit. Mittlerweile arbeitet Jessie als Musikredakteurin beim Radiosender Jump. Aber einmal Angel, immer Angel. Zu der Zeit ist das uns noch gar nicht so bewusst gewesen, dass man sehr viele Menschen irgendwie inspiriert hat. Also ich finde es so krass, wie viele mit Autos hinterhergefahren sind. Die haben Schule geschwänzt. Witzig war es, als ich hier bei Jump angefangen habe, weil wir waren natürlich, als wir damals auf Promo, auf Radioreise waren, ne, waren wir natürlich auch hier und haben dann Interviews gemacht. Und wenn ich jetzt durch die Archive gehe, dann ist dann immer noch irgendwie ein Hallo, hier ist die Jess von den No Angels. We wanna be a Popstar! We wanna be a Popstar! Aller Anfang ist halt schwer. Und ihr seid damals die Ersten, die dem Castingaufruf im Fernsehen gefolgt sind. Dann klingelt direkt halt das Telefon, ist meine Mama dran. Wieso siehst du das? Ich so, sehe ich was? So, als ob es nur ein Programm gibt, ja? Ja, mit dem Singen da, dieses Popstar, da gehst du doch wohl hin. Und da hab ich gesagt, was soll ich denn da? Naja, im Endeffekt bin ich dann dahin. Ich wusste auch überhaupt nicht, was ich singen sollte. Und dann habe ich mir halt überlegt, naja, singst du halt Whitney Houston. Hier der Beweis. I hate you. Okay, ich mach mal an. But no other man. Kennst du das mit den Ziegen? Wenn, warte. Diese. For you. No other man. Ah, das war ganz schrecklich. Sie alles überhaupt nicht gut angehört für meine Ohren. Und dann haben die gesagt, naja, gut, eins weiter. Ich so, okay. Naja, und dann ging das halt irgendwie von eins zum anderen und eins zum anderen. Und schwupps war ich auf Mallorca im Trainingscamp. Und und dann auf einmal war ich dabei in der Band. Und ich so, okay. Ach, guck mal hier, die Fans. Ach, nice. So was kannten wir ja gar nicht. Ne? Das war alles total überwältigend. Das war alles so wow. Wir konnten das gar nicht fassen. Es muss einfach alles stimmen. Die Kombination ist es. Und ich glaube, das hat auch uns sehr weit nach vorne gebracht. Drück hier. The winner is the No Angels.
Ja, die No Angels räumen damals alle Preise ab, verkaufen über 5 Millionen Tonträger, landen mehrere Nummer-1-Hits. Doch 2002 wird Jessie schwanger und kehrt auf Wunsch des Managements nicht mehr zur Band zurück. Das war so eine Maschine, also man ist zu der Zeit natürlich schon auch verheizt worden. Und klar, ich hätte jetzt auch natürlich rebellieren können, aber ist jetzt auch nicht so meins. So, ne? Oder vielleicht würde ich heutzutage sagen, das ist so ein Vogel. So Frauenrechte und so. Was soll das? Eine bewegte Zeit für die Band und die Fans. 2003 trennen sich die New Angels dann komplett. Aber sie sind und bleiben die erste deutsche Castingband. Das waren ja Mädels von uns eigentlich, ne? Die haben auch dieses Jahrtausend, den Beginn des Jahrtausends, sehr geprägt. Es ist nach wie vor eine der erfolgreichsten deutschen Bands, das darf man nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Also Jessie, alles richtig gemacht, oder? Grundpfeiler würde ich alle noch mal so machen. Ich würde eventuell etwas gestalter auch fürs Casting gehen. Aber wer weiß, vielleicht wäre dann der Funke nicht übergesprungen. Ne? Ich bin dankbar dafür, wie das gelaufen ist. Ich bin auch die Jahre danach, ich bin durch eine ganz harte Schule gegangen und habe mich aber auch selbst wieder gefangen und bin dadurch natürlich gewachsen. Ne? So bin reifer geworden und so sieht man auch. Auch ja, einfach auch mental, ne, und spirituell habe ich mich da einfach auch verändert. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt so wäre, wenn ich irgendwas anders gemacht hätte. Ne? Und ich mag mich so. Und das zu Recht. Aber die 2000er hatten nicht nur Glücksmomente für